liebe Waynes, guten Tag und herzlich willkommen zum Frühschoppen. Wir haben jetzt den ersten Tag, den ersten Sonntag nach Silvester. Und ich hatte euch ja gefragt, ob ihr wissen wollt, wie ich mein Silvester dieses Jahr verbringe, und ihr wolltet es wissen. Ich kann es euch aber nur noch nicht sagen, denn heute ist Silvester. Und ich weiß noch nicht, wie der Tag weitergeht, aber da werde ich euch im nächsten Frühschoppen Näheres drüber zu berichten wissen. So, ich habe mir einen Kaffee gemacht und hatte überlegt, worüber sprechen wir heute. Ich hatte erst Weight Watchers überlegt, habe aber gedacht, das verschieben wir mal, bis ich wieder besser im Programm drin bin. Denn die letzten Monate habe ich nicht richtig nach Weight Watchers leben können. Wenn ich Schmerzen habe, kann ich nicht mich so zusammenreißen. Es geht im Moment nicht. Ich muss noch Wege finden, wie ich damit klarkomme, wie ich, wenn es mir nicht gut geht, wie ich mit Essen umgehe. Aber da werden wir, ich denke, in 2 Wochen drüber reden. Und deshalb fangen wir heute mit einem anderen, ganz anderen Thema an. Denn vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Lily Jarson. Ich verlinke die euch mal. Hier oben, glaube ich, wenn ich dran denke. Ich hoffe, diesmal denke ich dran, den Kanal. Ist ein ganz toller Kanal von einer Frau, die so ein bisschen den Vintage-Lebensstil pflegt, aber nicht diktatorisch und nicht super streng, sondern die ja so ein bisschen retro ist, aber auch modern und einfach ganz, ganz tolle Videos macht. Und ich habe sie vor ein paar Monaten entdeckt und schaue sie super gerne. Und hoffe, der ein oder andere schaut bei ihr vorbei und findet sie auch so entzückend wie ich. Und sie hatte jetzt heute am Silvestertag ein Video hochgeladen zum Thema Kinder kriegen. Und dass sie vor allen Dingen als junge Frau die Erfahrung gemacht hat, dass sie nur übers oder oft zum Großteil übers Kinderkriegen, über ihre Gebärfähigkeit, ihren Willen, Kinder zu zeugen, definiert wurde und da auch von medizinischem Personal im Umkreis und sonst wo extrem unter Druck gesetzt wurde. Und ja, man merkte, dass sie das Thema emotional sehr aufgeregt hat, denn bedingt durch eine Krankheit kann sie keine Kinder bekommen, konnte sie keine Kinder bekommen. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, schaut, ich verlinke euch direkt das Video dazu. Schaut bei dem Video rein und schaut euch das mal an. Vielleicht sind ja auch die ein oder anderen bei euch, die keine Kinder haben, keine Kinder wollen oder keine Kinder kriegen können. Und da habe ich gedacht, das wäre doch mal ein schönes Thema, denn ich habe ja auch kein Kind. Und hab mir da eigentlich auch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, weil die Zeit nie da war. Also die Zeit wohl, aber die richtige Zeit gab es nicht. Nun mag der ein oder andere sagen, ja, es gibt keine richtige Zeit, ne? Aber für mich schon. Also ich denke, in 4, 5 Jahren, also mit 50, hätte ich vielleicht gern ein Kind, ne? Würde ich vielleicht gern schwanger werden, ne? Ist hier illusorisch, ne? Aber so vom Kopf her. Und für ein Kind war ich irgendwie nie richtig bereit. Als Kind habe ich selber immer gesagt, ich will keine Kinder, ne? Und schwamm damit total gegen den Strom, weil alle natürlich im Puppenhaus Kinderwagen-Schiebemodus waren. Und Verena sagte schon als Kind, ich will kein Kind. Wobei ich da natürlich, denke ich, unbewusst auch die Meinung meiner Mutter übernommen habe. Ich bin auch mit dem Wissen aufgewachsen, dass ich kein gewolltes Kind war und dass meine Mutter eigentlich kein Kind gewollt hat. Und ich vermute, dass ich das irgendwie dann als Kind schon auch übernommen habe, dass für mich Kinder kriegen
Und der Geburtsbericht meiner Mutter ist auch ganz furchtbar, ne? Also sie hat mir das auch schon als kleines Kind erzählt, ne? Also ich wurde da nicht geschont oder so. Und für mich war als Kind schon immer ganz klar, ich will keine Kinder. Als Jugendliche wurde das noch extremer. Ich konnte auch nie mit Kindern was anfangen. Nun muss man auch sagen, ich habe eine sehr, sehr kleine Familie, wo auch nie Kinder waren. Ich hatte also auch nie mit Kindern irgendwas zu tun, außer auf einem Familiengeburtstag, wo dann so ein paar Schrumpfgermanen mal rumliefen. Aber die waren mir auch eher unheimlich. Also Kinder waren mir immer unheimlich und auch als Erwachsene habe ich mich Kindern oft komischerweise unterlegen gefühlt, weil ich auch als Kind nie frech war und nie so eine Chuzpe hatte, wie viele Kinder die haben und hatten. Also ich war ein sehr, sehr braves Kind und bin auch jetzt ein sehr, sehr braver Erwachsener, ne? Also von wegen bei Rot über die Ampel gehen, ganz, 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 ganz selten mal, wenn überhaupt. Und Regeln befolgen ist bei mir ganz groß, aber nicht aus tiefster Überzeugung unbedingt immer, sondern oft auch aus Angst. Vor Gefängnis, wenn ich mal falsch rechts abbiege. Oder so, ne? Ja. Ja, ich war immer brav. Ich habe nichts Verbotenes gemacht, bewusst so, nicht viel zumindest. Also da war ich echt ein braves Kind, ein braves, braves Kind. Jo, Kinder. Sie meinte dann auch so, dass viele Leute dann halt so wegen dem demagogischen Wandel darauf pochen, Kinder zu erziehen und im Alter versorgt sein wollen. Und dass dann gesagt wird, ja, im Alter hast du niemanden, der sich um dich kümmert. Und das stimmt. Also in meinem Freundeskreis sind sehr viele Kinderlose auch. Komischerweise haben die sich da auch angesammelt. Und ich glaube aber, dass das unter Umständen gar nicht so einen großen Unterschied macht, ob man Kinder hat oder nicht, wenn man alt ist. Denn als meine Oma noch lebte, hatte ich bedingt durch sie auch Kontakt natürlich zu Leuten ihrer Generation und ja, auch ich habe auch öfter mal Leute im Altenheim besucht und da kam auch so oft der Spruch, oder ich kenne auch jetzt noch viele alte Leute, die Kinder haben und wo dann immer kommt, ja, mein Sohn oder meine Tochter, die ist dies und dies, die hat studiert. Meine Oma war auch so ein bisschen so, ne? Die hat studiert, die ist jetzt Ärztin da und da. Mein Sohn ist Rechtsanwalt, der reist von hier nach da. Ja, wie oft kommt er dich denn besuchen? Ach, der hat ja so viel zu tun, ne? So viel zu tun. Ja, sag mal, wie oft kommt er denn? Ja. Der kommt dann mal so, ne? Und dann kommt irgendwie raus, das wollen die alten Leutchen dann gar nicht richtig sagen, dass er irgendwie so mal zwei, dreimal im Jahr, ne? Kommt und dann schon hier auf die Uhr guckt, wann er die Alte wieder verlassen kann, ne? Und das ist so oft, ne? Dass die alten Leutchen, auch wenn sie untereinander reden, versuchen sie sich ihre Kinder immer so ein bisschen schön zu reden und zu sagen, ja, meine Tochter, die hat das und das erreicht, mein Sohn. Und ja, aber er hat ja so wenig Zeit, ne? Das ist ja heute so. In der heutigen Zeit, ne, kann man sich ja nicht mehr um die Alten kümmern. Und das macht mich immer voll traurig und auch wütend, weil ich immer denke, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Viele Kinder wollen sich um die alten Eltern nicht mehr kümmern. Ich sag nicht alle, ne, aber viele. Und ich sehe wirklich in dem Kreis, in meinem Umkreis, dass es so ist, dass die alten Leute, die Kinder haben, fast genauso wenig Ansprechpartner, Zuwendung von Familienangehörigen haben, wie die, die Kinder haben. Und die, die Kinder haben, die versuchen sich den Zustand ein bisschen schön zu reden. Ja, und die Enkel, die kommen dann gerne vielleicht mal zu Oma, wenn die Oma aber einen 10-Euro-Schein liefert, ne? Und sonst sieht es mit der Liebe oft, nicht immer, auch schon ganz anders aus. Und dann denke ich mir, da bin ich vielleicht doch besser dran, ne? Wenn ich dieses Angewiesensein, ob sich jemand vielleicht um mich kümmert, nicht habe. Vielleicht bin ich auch nicht besser dran, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist Kinder haben im Alter nicht unbedingt, ne?
die das Nonplusultra. Und oft ist es auch so, dann wird schon irgendein Erbe vorzeitig vermacht oder irgendwas überschrieben, damit der Staat das Geld nicht kriegt. Ne? Ja, und dann hat die Oma oder der Opa hat das überschrieben und dann sitzt er da. Und er hat selbst nichts mehr. Und Sohn und Tochter sagen, ne? Du brauchst doch nichts mehr, ne? Geh mal in dein Einzimmer-Apartment oder kannst du auch zu zweit auf dem Seniorenzimmer liegen mit der Frau Spitt, ne? Die findest du doch ganz nett. Ihr seid doch ein gutes Team, ne? Und die Oma sitzt dann da und denkt sich, ja, wenn ich dir jetzt das Haus nicht geschenkt hätte, könnte ich mir aber vielleicht doch das größere Zimmer leisten, ne? Ja, aber guck mal, ne? Hm, ja. Ich finde sowas, ich finde das alles. Ich mag das nicht. Also insofern mit Kindern ist auch nicht immer so der Hit, ne? Und dann hast du auch diese, wie die Lily Jarson auch sagt, diese Insta-Style-Families, die natürlich nur ihre schönen Momente zeigen und ihre ihre Bilderbuchseiten und die ganzen Stressseiten, die sind natürlich nicht drauf. Ist ja auch richtig so. Man will ja die Blagen auch nicht hinterher bloßstellen. Und es ist aber nicht so. Familie ist nicht so. Familie hat, denke ich, ihre schönen und guten Seiten mit Kindern. Aber Familie bedeutet auch viel, viel, viel Stress. Vor allen Dingen, wenn die Kinder dann in die Pubertät kommen, noch weiterkommen. Und dann, wenn es um das Lernen geht, den Schulabschluss geht, die Zukunft. Und wenn du Pech hast, denkst du irgendwann, wie wirst du die Blagen denn los, ne? Die sind jetzt schon 23, haben die vierte Berufsausbildung abgebrochen, sitzen im Kinderzimmer und stinken vor sich hin. Und du denkst, was machst du jetzt, weil als Mutter bist du oder als Eltern bist du ja auch noch verpflichtet, das Blag zu halten, so bis so und so viel Alter, so und so viel Ausbildung finanzieren und dann kann er dich noch verklagen und also was, ne? Also eine Freude ist das nicht immer. Wobei doch anders geht, es gibt auch freudige und schöne und wunderbare Entwicklungen, klar, ne? Aber ich als Kinderloser muss mir natürlich die Negativbeispiele raussuchen, weil ich will mich ja besser fühlen und nicht schlechter. Prost! Ja. Ich für mich kann sagen, dass ich als Kind nicht so bin. Also meine Mutter, ist die ganze Sache schwieriger. Aber um meine Oma habe ich mich gekümmert, bis sie tot war, weil ihre Tochter hat sich nicht um sie gekümmert, ne? Kein Stück, im Gegenteil. Und ich hab mich bis zum letzten Tag um sie gekümmert und ich habe immer gesagt, behalt dein Geld, ich will das nicht, ich will nichts geschenkt haben. Gib du das aus, ne? Ist dein Leben. Und guck, dass du glücklich warst. Wobei, die Oma hatte auch nichts, ne? Das kommt noch dazu, ne? Die war arm wie eine Kirchenmaus. Die hatte ihre Rente und hatte dann ihre Pflegestufe. Und da war nicht viel mehr. Ja, aber das ist irgendwie so was, was mich auch bis heute auch noch so ein bisschen glücklich macht und beruhigt, dass ich das getan habe, was in meinen Kräften gestanden hat. Dass die alte Frau, dass sich um die gekümmert wurde. Natürlich war es immer noch so, dass ich von meinem Gewissen her nicht oft genug da war, ne? Weil, Arbeit, Krankheit, ne? Und ich weiß schon jetzt gar nicht mehr, wo ich jetzt so schlimm im Rücken hatte und mit den Knien und sonst, wie ich das geschafft habe früher. Würde ich vielleicht jetzt auch gar nicht mehr schaffen. Ich war meistens zweimal die Woche da bei ihr und habe geguckt, dass noch meistens in der Woche irgendjemand anders einmal zusätzlich noch zu Besuch kam. Ne? Ob es jetzt mein Freund war oder gemeinsame Freunde oder was. Aber die Oma, die hatte mindestens zweimal die Woche war ich da und nicht nur für eine halbe Stunde und ich gucke auf die Uhr, sondern ich war auch lang da. Wenn ich müde war, habe ich mich bei ihr im Bett gelegt, geschlafen, ne? Oder wir haben was zusammen im Fernsehen geguckt oder zusammen gespielt und so, ne? Ja, und trotzdem ist es immer zu wenig, ne? Ich hätte es auch gern zu mir genommen, aber auf 47 Quadratmeter mit drei Personen, das geht nicht. Und das wollte sie auch nicht, ne? Sie wollte auch ihren Bereich haben, klar. Ja, die Freuden und Leiden vom Kinderdasein. Ne?
gibt natürlich den gegenteiligen, die gegenteiligen Geschichten von Bilderbuchfamilien, wo es vielleicht mal so ein paar Reibereien gibt, wo die Kinder aber brav ihren Weg gehen, Schule machen, Ausbildung machen, heiraten, wiederum Kinder kriegen, alles Harmonie gibt es auch. Ja, kenne ich auch. Bei meinen Schwestern zum Beispiel. Aber vielleicht ist es im Hintergrund auch nicht so harmonisch, wie ich immer denke. Weiß ich ja nicht. Ne? Wir haben ja verschiedene Mütter. Keine Ahnung. Jo, und dann gibt es natürlich auch noch den, den Fall, wenn dann die Eltern alt sind, wo denen ein Zimmerchen schön gemacht wird, wo sie dann bei der Familie mit integriert sind, bei der jungen Familie. Und wo nicht direkt drauf geguckt wird, wie man die alte Frau oder den alten Mann, wie man den ausnehmen kann, bevor er auf die Idee kommen könnte, sein Geld noch selber auszugeben. Gibt's auch. Ja, das ist ein Thema, was mich schon ewig begleitet, ne? Wie man mit alten Menschen umgeht. Und ich möchte auch gar nicht wissen, wie man mit mir umgeht, wenn ich mal alt und pflegebedürftig bin, ne? Das wird auch nicht schön, ne? Wenn noch irgendjemand von euch was weiß ich, ich mache Videos bis zum Schluss, ne? Und danach, wenn ich keine Videos mehr mache, dann bitte ich euch, dass jemand von euch nach mir guckt und guckt, wie wird die Alte behandelt, ne? Wird die gehauen von ihrem Pfleger oder, ne? Guckt mal nach mir dann, bitte. Oder vielleicht gibt es ja dann schon Roboterpfleger, ne? Ich hab auch so überlegt, ne, wenn du mal pflegebedürftig bist, willst du dann vielleicht lieber von einem Roboter gepflegt werden? Wäre vielleicht gar nicht schlecht, ne? Der hat zumindest nie schlechte Laune und Ding. Ne? Wenn die alten Pfleger unter Umständen mal wieder, ne? Schlechte Laune haben, dann kriegst du das ab vielleicht. Ich weiß, bei der Oma war das so. Also was da an alten Pflegern teilweise reingekommen ist, ne, waren sehr gute dabei. Sehr, sehr gute. Ne, da habe ich auch wirklich ein paar in sehr guter Erinnerung, die sich richtig gekümmert haben, aber da waren auch welche bei, da denkst du, ja, die sollten mal besser hier irgendwo ne, am Straßenrand Müll aufsammeln, da wären sie nicht so überfordert mit oder mit irgendwas anderem. Ja, aber wir wollten eigentlich über Kinder reden, ne? Ja. Ja, und dann ist natürlich auch so, man weiß ja auch nie, bevor man ein Kind hat, ist man überhaupt fähig und in der Lage, ein Kind zu erziehen und einem Kind gerecht zu werden? Oder ist man selber so in seinem Dasein und in seinen eigenen Problemen und Mühen verstrickt, dass... Wie sehe ich eigentlich aus? Ich habe eine Kette heute vergessen, merkt ihr das? Die fehlt irgendwie hier. Ja, die Lampe ist schön, ne? Themen über Themen. Vielleicht ist man ja selbst in seinen Schwierigkeiten und in seinem eigenen so verstrickt, dass man dem Kind gar nicht gerecht werden könnte. Und was ist die richtige Erziehung? Was machst du richtig, was machst du falsch? Und willst du nur ein Kind, willst du mehrere, wie auch immer? Das sind alles schwierige Fragen. Wie willst du dein Kind erziehen? Ich glaube, mein Freund meint ja immer, dass ich eine gute Mutter geworden wäre. Ne? Er findet das total. Und ich denke dann immer, wäre ich nicht überfordert, aber vielleicht wäre ich wirklich eine gute Mutter. Auf alle Fälle wäre ich so ein bisschen so eine Retro-Mutter. Ne? Das auf jeden Fall. Also das Kind hätte schon öfter mal nicht so viel zu lachen, ne? Müsste auf alle Fälle lernen, wie man sich anständig benimmt und wie meine Freundin Turtle, ne? Die hat ihre Kinder auch, ja, vielleicht zu streng, vielleicht zu restriktiv erzogen, ich weiß es nicht, aber bei mir gäbe es soweit auch nicht, ne? Ohrringe vorm 14. Lebensjahr, nix da, und Tattoo vorm 18. Nein, 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 gibt's nicht, ne? Weiß ich nicht. So wäre ich. Ich wäre vielleicht eine hyper strenge Mutter. Mein Kind könnte sich immer auf mich verlassen, so viel weiß ich. Denn wen ich einmal lieb, der bleibt in meinem Herzen. Aber er dürfte nicht so viel wie die meisten anderen Kinder. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Aber es ist ja auch müßig, ne? Hab ja kein Kind. In 3 Jahren werde ich 50, dann will ich ein Kind. Und was machen wir dann? Holen wir eins, adoptieren wir eins aus Afrika oder aus China oder Indien.
Da geht das noch, oder? Kann man sich die dann da abholen? Fährt man hin, holt ein Kind und bringt das Tier hin und bildet sich noch ein, man tut ein gutes Werk? Oder bildet sich nicht ein, tut es vielleicht auch? Ich weiß es nicht. So mit 50 Mutter? Was haltet ihr davon, ne? Jeder Männerdepp kann ja bis 90 Kinder zeugen. Und Mutter mit 50, mit 60, mit 40 regen die Leute sich ja schon auf, wenn es natürlich klappt. Ne? Wenn du mit 40, 43, 44 Mutter wärst, da gibt es ja schon, ne, du bist zu alt. Ne? Obwohl, es hat doch geklappt. Ne? Kriegst deine Tage, wirst befruchtet, Kind, zack, fertig. Sollen die sich so aufregen, die Leute? Ich finde immer, jeder soll vor seiner eigenen Türe kehren. Da liegt meistens mehr Dreck als bei der vorm Nachbarn. Ist doch so, oder? Jo, Kinder. Ich glaube, das war alles, was zum Thema zu sagen ist. Vielleicht noch zum Schluss. Mag ich Kinder? Ich mag Babys. Babys mag ich sehr. Ich habe die total gerne auf dem Arm, wenn die so auf dem Arm liegen und so knüttern und sabbeln und sich winden und so wie so eine Raupe so in ihrem Deckchen alles strecken und spannen und Babys finde ich süß. Dann Kleinkinder finde ich auch noch süß, bis sie so in Kindergartenalter kommen, also bis sie anfangen rumzurennen und richtig sprechen können. Dann finde ich, wird es schwierig, weil ab da wird auch die Erziehung richtig schwierig und da muss ich mich immer zusammenreißen, damit ich nicht das Kind wird ein Tyrann, das Kind wird der nächste Adolf oder der nächste, keine Ahnung, Mussolini, ich weiß es nicht, ne? Muss ich mal aufpassen. Und dann finde ich Kinder schwierig, so bis zur Pubertät und dann finde ich Kinder wieder gut. Also dann sind es ja keine Kinder mehr. Also so Grundschulalter ist nicht so mein Fall, ne? Wenn ich jetzt Lehrerin wäre, wohl vielleicht, aber so ab 12 sind sie wieder gut. Und was ich ja nie mache, auch anderen Kindern gegenüber nicht oder so gut wie nie mache, ich frage nie, wie ist es in der Schule? Denn das ist ja, oder was macht die Schule, ne? Weil das ist ja die Horrorfrage für Kinder schlechthin, ne? Vor allen Dingen in den Ferien. Kommt die alte Tante da und fragt nach der Schule, was sollst du denn da sagen? Ja, ist gut, ja. Schulfragen, furchtbar, fragen die Eltern doch schon dauernd nach. Nach Hausaufgaben, nach Zeugnissen, nach Schule, ne? Jetzt kommt die Tante auch noch und fragt auch noch nach der Schule. Nerv mich nicht, Tante. Oder Onkel oder wer auch immer. Ja. In Jugendliche kann ich mich ganz gut reinversetzen, aber in Kinder nicht so. Vielleicht, weil ich, ja, ich kann mich, sagen wir so, wie gesagt, Kinder sind mir oft unheimlich. Unheimlich. Die stellen Fragen, die ich nicht beantworten will. Sagen wir mal so. Ist nicht so mein Fall. Ja, zum Schluss würde mich interessieren, wer von euch Kinder hat und wie alt die sind. Und das würde mich wirklich interessieren. Oder wenn ihr keine Kinder habt, ob ihr Kinder wollt oder nicht. Denn ich kann ja gucken, in welchem Alter meine Zuschauer sind und so. Das kann ich ja bei YouTube alles nachgucken. Aber da steht natürlich nicht drin, wer Kinder hat. Keine Kinder hat, Kinder will, keine Kinder will. Da habe ich jetzt keinen Einblick. Und deshalb schreibt mir das mal. Und schreibt mir mal, wie ihr das seht. Ob ihr euch für gute Eltern haltet oder nicht. Jo. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Dann erzähle ich euch über mein heutiges Silvester. Und dann ist das Jahr ja bald schon wieder um. Ne? Dann können wir uns schon langsam auf 2019 vorbereiten. Dann hatten wir auch lang genug 2018 wieder. Okay. Da bin ich so müde. Wie spät haben wir denn? Viertel vor eins. Dabei habe ich doch keinen Kaffee hier. Ich gehe jetzt erstmal zum Jochen in die Küche und dann trinke ich noch einen Kaffee und dann. Die Ohrringe, ne? Ich fühle mich selber wie Prinzessin Diana mit den Ohrringen, ne? Die guckt immer so. Wartet mal, ich versuche das mal. Ist das der Prinzessin Diana-Blick? Ist er das? Hey, ihr Diana-Fans, sagt mir das mal.
So guckt die doch immer, ne? Tschüss.